Ach so, was wolltest du denn da drin haben? Einheit. Sterndrachen, oder? Ja, mal schauen. Ich will... None shall live. Oder Drachenprinzen. Was viel weg hier. Ja. An honor. Jetzt werden die Fraktionen geprügelt. Aha. What do you require? So, Bones. Das ist halt schon stark hier, das ist schön. Vielleicht wollte ich. Um. Self-Freak. Du bist schon You seek illumination? Ja, würde mir das halt wegreißen, ist auch... Was, die eine Siedlung, die du eben eingenommen hast? Ja. Nee, die nicht, aber... Ah, ich meine, das ist ja eigentlich halb so wild, ne? Das ist halb so wild. Das ist, die Kampagne ist ja jetzt schon gelaufen, ne? Das ist... Mein Anfang war ein bisschen knifflig, ja klar, gebe ich auch gerne zu. Aber... Ja, du läufst sogar in mich rein. Na gut, dann. Boah, der Baummensch. Alles geplant. Ich meine, für 5000 Gold kann man das schon mal riskieren. Garnison angreifen, Erfolg. Wir werden immer noch ein Haargräf geplündert. Anhänger des Nagash. Unbekannter Skaven Clan, Piraten, Puppen des Chaos vernichtet. Gut. Attack now! Nagareth, Vengeance! Nagareth prepares for war once more. Du musst noch eine belagern. Das klar ist. Du bist Rang 19. Ja, nimm mal ruhig hier Kaufmannslord noch mit. Kann eigentlich nicht schaden. Dann gehst du runter zur Spitze wegen der Chaos-Korruption. Wo wir erst nächste Runde ankommen. So, dann. Beide Siebener. Beides 7er. Holst du erst die Schwefelinseln? For the Ever Queen. Damit wir auch hier die Provinz safer. The greater good has triumphed. Ja, Sango läuft da durch. Rüstung der Sterne, das ist natürlich cool. Ja, ich meine, das ist... Ja. Ja, halt, ne? Ja, muss man halt einfach so sagen, ja. Ich meine, was soll uns hier jetzt noch großartig gefährlich werden? Sagen wir es mal so. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die uns gefährlich werden. Ja, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also ich meine, wir werden hier noch einiges zu tun haben. Aber erstmal sieht es doch ganz ruhig aus. Ja. Also erstmal würde ich doch sagen, sieht es doch gut aus. Weil Malekith kann ja wirklich nicht mehr so viel tun. Also er steht ja mit dem Rücken an der Wand. Der ist jetzt wieder gerade am Rekrutieren. Aber er hat ja auch nicht mehr so viel, ne? Er hat ja auch nicht mehr so viel. Nam, nam, nam. Stimme, Stimme. Er hat ja wirklich nicht mehr viel. Es ist...
Also, ne, also er hat ja auch nicht mehr so viel. Ich werde ihm jetzt das noch wegnehmen, was er hat. Dann sollte das Ding eigentlich ziemlich erledigt sein. Dann denke ich mal, werde ich Clan Rictus noch den Krieg erklären, weil er wird mir sonst irgendwann im Laufe der Zeit den Rücken fallen. Darauf habe ich ehrlich gesagt weniger Lust. Und entweder kommt es halt früher oder später. Vielleicht erkläre ich ihm dann noch den Krieg, dann werde ich mich um Harkonnet kümmern. Und wenn wir spätestens den ganzen Norden für uns beansprucht haben, denke ich mal, geht es dann noch weiter. Also ich meine, wir sind richtig stark feindlich da oben im Norden noch zusammen. Die Frage ist halt unten im Süden, wie lange halten wir uns mit Hexo? Ich glaube, das wird auch noch irgendwann im Krieg enden. Aber, naja, schauen wir mal, ne? Hexo ist ja bereits mit dir im Krieg, mit mir noch nicht. Hexo ist aber, meine ich, ja, würde so gut wie es geht schon im Krieg dort sein. Und, interessant. Auf einem dicken, fetten Mammut. Ja, das war dann auch, die andere Fraktion, ne? War dann, ne? Ja. Schönen Tag noch. Ein Hexo hat sich richtig breit gemacht hier unten im Süden, aber das ist, Prince of Elfwan. I'd rather eat a squeak. Dabei kann er sich hier schon eigentlich eine richtig schicke Armee halt zusammen basteln. So verkehrt ist es jetzt nicht hier. Kommt schon hier an alles ran, was er eigentlich haben möchte, der gute Die Alariel ist in zwei Runden voll. Eine Runde hat... War doch jetzt eigentlich schon genau noch eine Schlacht gegen sowas. Die Aufgabe von Alariel fertig. Oder halt hier oben im Nord. Irgendwas was bauen? Nö, okay. Oh, Geschenk an Avalon minus 49, wirklich du Zwerg. Na gut. Ja, Ritual fehlgeschlagen, ne? Das ist halt Dunkelelf, das ist, ja. What do you want, Corps? Wir sind am Ende. I make them. Ich weiß, dass du ein militärisches Bündnis willst. Die Frage ist halt, machen wir es mal. Wie gefährlich wird es halt für uns? Ritual fehlgeschlagen. Das ist gut. Na, endlich. Lothan ist aus. Our oath, our fight. Müssen wir uns diesmal selbst nicht drum kümmern? Bin ich ganz froh drum. Eieiei. Victory is everything. Nö, mach mal ruhig den hier. Führerschaft beim Belagern. Liebe und Hass stoßen zusammen. Dances, so shall I. Und. Hab ich auch. Und was du denn jetzt hier? Was wird das denn? Also so geht's nicht. Nee, nee. Time for battle. Weg mit dir. Illuminate the Shadowlands. They darf mich um 5% heilen. Das ist schön. My forces advance. Gut. Noch einen Heiltrank erhalten. Not one Druki on Nagareth. So, uralte List. Ja, bitte. Jetzt haben wir die volle Palette an Chance auf den Hinterhalt. Wir hatten mal gesagt, kommst du runter, haben wir direkt die nächste Provinz, kolonisieren, Ebola, zacke, 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 haben wir das dann auch direkt gemeistert.
Hier unten hatten wir die Provinz geholt. Dann kommst du bitte erstmal einen Schritt nach oben. So, du im Schnellmarsch nach oben. Eigentlich wäre es doch einfach, wenn ich über die See gehe, oder? Dann kommst du nämlich dann hier rüber. So, du brauchst auch gar nicht mehr so lange. Das war am besten hier lang. Ich hebe mal noch auf. Hier unten haben wir noch Zeit. Ah, halt perfekt. Ideal, ne? Es ist, wie es ist. Es ist ideal. Agref. Nice. Schön. Kriegen wir dann auch noch die Garni rein. Hier sollten wir schon mal die Garni reinsetzen. Hier noch ein bisschen ausbauen. Das war ja jetzt du, ne? Genau. Dann würde ich nämlich sagen, holen wir das nämlich hier rein. Erstmal. Hält nicht bewegt. Ja, weiß ich. Ist schlimm. Ja, ist halt. Ja, es sind halt hier Hochelfen. Es macht mordsmäßig viel Spaß, ja. Aber man muss dazu sagen, das ist mega stark. Ne? Mega stark. Dass die Kampagne jetzt in Runde 100 so gut wie erledigt ist, das ist halt Wahnsinn. Also es ist schon, das ist heftig. Das ist heftig. Warum, was denn? Nee, alles gut. Ich meine, ja, ist halt heftig, ne? Ich meine, wenn du da jetzt noch wirklich mal die Konföderation machst und dir gehört dann die ganze Insel, du hast mit den Piraten dann je nachdem noch Krieg und hast dann auch das letzte mit den Skellingern, dann ist auch halt Schicht im Schacht. Ja, das muss man halt schon so sagen. Ich meine, Master Mundi wird natürlich jetzt noch ein starker Konkurrent, aber ich glaube, sobald wir den Norden haben, wird der Master Mundi da auch nichts mehr machen. Also ich meine, das wird natürlich das ein oder andere heftige Gefecht sein. Aber das war es dann auch letztendlich. Die Dunkelelfen hatten halt nie wirklich eine Chance, ne, weil wir halt Nagaris gewesen sind. Mit Hagräf wird es noch Hagenet meine ich, wird es noch interessant. Natürlich auch mit den Wächtern. Haben sich da oben ja noch den Norden geschnappt. Aber ich denke mal, wenn der Micha dann da mit ein paar Minen auch Richtung Norden geht, Skellinger und Co., dann ja, haben wir da oben dann ein großes Zusammentreffen von uns. Dass uns Malekit wieder hier so entgegenschmeißt, aber ja, was hat er denn eigentlich noch für eine große Chance, ne? Hexo, ey. Ich bin ein bisschen stärker als Hexo. Ja, ist doch nicht verkehrt. Bei solchen Clan ist auch klein geblieben. Der kann da gar nichts machen. Attentat, Fehlschlag, feindliche Heldenaktivität, ja. Im Clan Rictus müssen wir uns noch kümmern. Ach, Kemri. Jo, Kemri. Du Piraten. Technologie erfolgreich, ole ole, das ist doch schön. So, die Hand der Schattenkrone möchte ich nicht verlieren, deswegen machen wir hier mal so einen taktischen Rückzug. Rang 19. Ja, nimmst den Nahkampfangriff mit, dann würde ich sagen, gehen wir eben kurz hier rein. Und tust den niederreißen. Ja, bekannt und gefürchtet. Ich denke mal, das ist schon okay, wenn wir den Perk mitnehmen. Du bist Rang 9 geworden. Das ist natürlich auch nett. Nimm mal die Geschwindigkeit mit, die passt mir ganz gut. Aber wir haben ja oben schon wieder überall Verschleiß. Du bleibst erstmal da drin, wo du bist. Du bräuchtest ja eh gerade aktuell 2 Runden, oder? Die feuergeborenen Drachenprinzen hätte ich doch schon lieber woanders.
bleibst halt 3 Runden hier drin. Obwohl, so ein bisschen nerven tut's mich ja schon. Nimm doch dann einfach mal die normale Seegarde mit. Lass eine Runde drin bleiben. So, dann einmal hier unten noch rein in den Titanengipfel. Und dann haben wir den Süden fertig. Wenn wir erst eine Runde ausrauben, dann werden wir es niederreißen. I'm ready. Das ist gut. Freut sich ein Keks. Ready to march. Making my way. So, und dann sollte es das ja schon fast gewesen sein. Du kommst jetzt noch rüber. Im Sommer hier rüber. Kannst auch deinen Weg, aber bitte, zack, zack. Das sieht ganz gut aus. Bauen wir noch eben kurz. Die alte Stadt dürfen wir ausbauen, das ist doch schön. Endlich mal kommt es auch nach oben. Ja, die Forschung, was haben wir noch? Baukosten für Unterhaltungsgebäude, Botschaften und so weiter und so fort. Und die Bauzeit für 7 Runden ist mir ein bisschen lang. Das brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Aber die Rüstung. Damit fängt es da direkt schon mal an. So, 13 Runden. Haben wir da auch erstmal wieder was zu forschen. Können wir die guten Elite-Truppen, starke Infanterie noch ein bisschen buffen. Natürlich dann auch mit den Drachenprinzen. Aber wir machen 22.000 Gold die Runde. Bis 23.000. Ja. Ja, ich meine, wir haben nur 3 Armeen, ne? Nur ist gut, wir haben 3 Armeen, aber es sind auch 3 gute Armeen. Jeweils 4000 Unterhalt. Ja. Na gut, der Alisana, der hat natürlich weniger Unterhalt. Das ist aber auch klar durch die Perks, die er mitbringt jetzt. Und du hast einen Geschossschaden von 452. Das ist nicht verkehrt. Und damit ist mein Geld weg. Ja, aber da konföderier doch mal. Geht nicht. Weil? Ich hab mit dem 29 Punkte. Das ist kein Einfluss. Doch, ich wollte ihn ja gerade benutzen, Mann. So. Ein fertig, der macht ein fertig. Nö, ich frag mich halt nur, wie lange es halt dauert. Entschuldigung, der Herr. Weil wir schon vor ein paar Runden darüber geredet haben. 14. Hat 14 reicht. So. Ja, 5 Punkte haben wir halt jetzt noch. Das ist halt die Frage, was nehmen wir noch dabei, ne? Läufst mal. Das Schwert geht anscheinend nicht mehr höher. Okay. Nö, ja, das müsste jetzt voll sein. Wenn der Speer wären 3 Punkte mit Mutterzeitalter. Aber hier bin ich schon. Rebellion. Gleich mal auszeug. Oder nochmal den Unterhalt, 15%. Müssen wir mal gucken. So, wir werden nach wie vor geplündert, doppelt und dreifach, weil er eh nichts anderes machen kann. Das ist ja halt auch so. Hat er jetzt einen Helden mit reingetan, hat er noch eine Elite-Einheit. Malekith gammelt da hinten rum. So, Malekith? Ja. Der gammelt da hinten irgendwo. Stalk the Shadows. Immer noch eine 12er Garnison. I am listening. Ever on. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ach, der Verschleiß ist halt so bitter, ne? Ja, ein Schwert. We march on. I serve the Phoenix King. Dann gehen wir doch einfach mal in die große See und gehen den Seeweg. Rang 20. Würde ich sagen, nehmen wir die Unsterblichkeit. Unsterblichkeit ist ein ziemlich cooler Skill. No mercy.
So, das war's dann mit dir hier unten im Süden. The greater good has triumphed. Öffentliche Ordnung dazu bekommen. Direkt. Noch ein Level Up, Rang 10. Ja. Immer wieder für die Seegarde. Was anderes, denke ich mal, werde ich hier nicht rekrutieren wollen mit ihm. Naja, noch 10. Noch 20 Tage. The winds call. Noch was, bitte? Noch 20 Tage, sagst du? 18, 19, 20. Noch 20 Tage, ja. Du meinst wegen der Erweiterung, ja. Ist der Erweiterung. Ja. Also wir haben 20 Tage Zeit, die Hochelfen fertig zu spielen. Ja, das ist nicht das Problem. Also ich meine, wir haben jetzt Wochenende. Wir werden diese Kampagne doch relativ schnell fertig kriegen. Ich habe in 5 Tagen jetzt Wochenende. In 5 Stunden. Ja gut, in 5 Stunden, ja. Nach 5 Stunden. Ist er weg? Oh, muss immer noch mal arbeiten, ne? Yep. Ja. Aber danach ist ja Wochenende. Ich denke mal, dass wir dieses Wochenende auf jeden Fall die Hochelfen fertig kriegen. Und dann könnten wir ja sogar noch die Echsen anfangen. Ja. Gesundheit. Ja, dankeschön. Ja, ja. Also ich meine... Was willst du sonst noch großartig anderes machen? Ne? Es ist halt nur ein bisschen Wartezeit. Die Echsen sind dann die einzigen, die noch fehlen. Das wird schon interessant. Nein, ich hab kein Kommando. Juppie. Ist das ätzend? Ätzend ohne Geld. Es ist. Ach, ja, dann stimmt, hier hab ich. Hohne Armee weg oder so, oder? Nein, ich mach doch 5000. Ich weiß ja nicht, wie viele Siedlungen du hast. Oh, ich habe... As cold as my heart. Muss mal die Erlasse checken und so. Oder was einfach zu teure Truppen. Ich weiß nicht, warum du so wenig Geld machst. Ich mache 6000. Gut, ich schätze mal, ich warte mal die 4 Runden hier ab, bis die Tore von Lothar abgegradet sind. Kann er ja auch nochmal Geld geben dann. Ach, nee, ja. Gibt's nochmal so eine Finanzspritze? Ja, Krieg, ja was. Immer noch keinen Frieden. Ich muss auf jeden Fall in der nächsten Kampagne den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Ich mein ganzes Gold gebe? Oh ne, schon. Am ist da, ich bin zu stark dafür. Geht so stark nicht, aber. Nächsten kannst du es ja gerne machen. Ich bleibe auf normal in der nächsten Kampagne. Definitiv. Ich muss ehrlich zugeben, dass mich die Schattenkrieger ein bisschen überrascht haben. Finde ich ziemlich okay, das ist ganz cool. Den Monddrachen. Geplündert, geplündert. Also es macht doch mehr Spaß, als ich es mir jetzt in der Hinsicht vorgestellt habe. Ist immer noch eine 12er, ja dann bitte. Your King calls. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sie es halten. Ja. Victory is everything. Do your worst. Weg damit. Talisman haben wir. Ja, jetzt geht's nämlich los, ne? Aber ihr fliegt raus. Vielleicht ist mir auch tot. Der Lehrmeister kommt rein. Damit fangen wir schon mal an. So, du einmal über den Seeweg, hat man gesagt.
Was? Nee, da sollst du bitte nicht hin. Du bleibst bitte da. Du sollst ja einmal über den Seeweg hoch. Hoch zur Bäreninsel. Das ist das Ziel. Kannst ja direkt nochmal hier rot sehen. Kriegen wir wieder. Eieieiei. Kriegen wir jetzt gar nicht so hin, ne? Schade, da habe ich noch nicht angelangt. Gut, ich denke mal, hier werden wir uns von einer Seegarde verabschieden. Eine Seegarde weniger für unseren Elder. So. Fehlt natürlich jetzt zu guter Letzt noch der Magier. Der Magier. Mensch, sorry. Ich denke mal, den Magier werde ich erstmal rüberholen. Und dann schauen wir da mal, was wir da machen. Hier können wir jetzt noch in Ruhe ausbauen. Das war's schon. Na gut, brauchst du ein bisschen Geld, Micha. Ja, gib her. Avalon, Zahlung, Geschenke anbieten. Einmal. I will use my gifts. Alter, ist gut. Yes. Reicht dir das? Willst du mir? Gut. Isha verbietet es. Nicht? Ja, das reicht erstmal, sagt. Okay. Ja, ich meine, das Geld wächst ja. Das Geld wächst ja. Ich meine, dabei müsstest du doch eigentlich überall Einkommen haben, oder nicht? Ich meine. Boah, das ist eigentlich hier völlig okay. Das könnte man ein bisschen umbauen. Send my maidens. Ja, gut, ja, ja. Das sind wahrscheinlich einfach zu viele Armeen, ne? Der Armeeunterhalt ist so hoch bei dir. Weil ich habe einen Armeeunterhalt von gerundet 12k. 16. Aber ja, ich muss sagen, die Schattenkrieger sind nice. Die sind sehr cool. Das ist eine sehr coole Hochelfenfraktion, wenn nicht sogar die coolste überhaupt. Ich meine, klar, mit Avaloren genauso cool, mit den Schwestern. Aber die Chance auf den Hinterhalt, die kämpferische Art und Weise, die Schattenwandler, die aus der Bewegung her schießen können, mit allem drum und dran, es ist schon... Es ist nett. Ist auf jeden Fall nett. Come in peace. Perhaps you may even. So, was möchtest du denn? Ein militärisches Bündnis? Ja, das könnten wir sogar. Könnten wir machen. Wo unten haben wir denn noch? Ich das noch nicht? Drei Runden. Noch drei. Mission fehlgeschlagen. Außerkommene Beute. Neue Ziele. Wer sagt es denn? Wir werden immer noch doppelt geplündert und es ist die Hellebronn mit dabei. Oh, kannst du mich auch fragen? Der Marder der Welt ist. Was hast du? Ach, du kannst mich auch fragen. Ja, alles gut. Ich sehe es gerade noch. Zwei halt. Hat mal eben rüber gespickt. Jetzt hast du das Ding schon wieder eingenommen. Mann. If you will it. So, wenn ich da jetzt hoch will, dann kann ich da auch direkt hoch. Ja, alles klar. Führerschaft. Gibt es mal ihm. Ja.
A triumph for all for one. Was kriegen wir? Ja, okay, 10k ist nicht verkehrt. Nehmen wir mit wieder eine Rüstung der Sterne erhalten. Lady of the Phoenix Court. We go.